Ich schaue überhaupt kein Fernsehen mehr. Hallo Leute! Wundert euch nicht, wenn ich heute wieder ein Laber-Video mache, weil ich habe bis zum 15. habe ich eine Arbeit zu machen und da kann ich mich nicht nur auf meine Videos konzentrieren, da muss ich auch mein Gehirn anstrengen und mich mit der Materie befassen. Und ich wollte nicht schon wieder ein Intro mit Brody's Past machen, weil es entspricht ja weniger der Vergangenheit, sondern mehr der Gegenwart. Und ich denke mal, dass es euch ziemlich nervt, wenn ich nur noch Brody's Past mache. Aber wie lange eine sehende Zuschauer von mir auch wissen, ist ja auch bald wieder die Klausurenphase, in der ich überhaupt keine Videos mache, beziehungsweise Videos, die null bearbeitet sind oder gar nichts, weil ich mich, wie gesagt, auf die Klausuren konzentrieren will. Und daher nimmt das jetzt immer so ein bisschen ab. Aber kommen wir direkt erstmal zum Thema. Nämlich, ich schaue überhaupt kein Fernsehen mehr. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich das nicht, weil ich meinen Fernseher am Schluss abgemeldet habe. Was? Wie kannst du nur? Wie kannst du es nur abmelden? Fernsehen, das ist die Essenz aus Werbung, Hartz IV, TV und allen wichtigen Programmen. Ja gut, bis auf Zirkus Halligalli stimmt es sogar, dass gucke ich sehr gerne, aber da gibt es ja auch einen YouTube-Kanal und warum muss ich es mir dann im Fernsehen geben, wenn ich es mir auch im Internet geben kann? Und sonst war es ja eigentlich schon wieder. Hartz IV TV muss ich nicht gucken, Werbungen sind da ewig lang. Ich habe Amazon Prime Video oder Netflix und so weiter, die gibt es ja auch alle. Dort kann man einfach Pause machen, aufs Klo gehen, also ist dieses Werbung-Argument eigentlich für mich gar nicht mehr relevant, weil wenn manche Leute die Werbung nur aufs Klo gehen, kann ich einfach auf Pause machen und dann, wenn ich wieder zurückkomme, wieder weiter gucken, wenn ich will. Damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe, war es wenigstens noch so, dass wenn du ein Programm geguckt hast und du dort Werbung schaust, dass du dann auf ein anderes Programm schalten konntest und dort keine Werbung lief und ein anderes Programm, einfach nur hin und her geswitcht hast. Das geht aber, so wie ich es von Hörensagen mitbekommen habe, nicht mehr, weil sie alle parallel geschaltet sind. Was ich total bescheuert finde. Klar, sie wollen, dass man die Werbung guckt unbedingt, dass man nicht einfach umschalten kann und dann sich die Werbung quasi entgehen lassen kann, sondern dass man auf jeden Fall Werbung gucken muss. Und fast alle Sender kooperieren ja miteinander mittlerweile. Und das Programm vom öffentlichen Rechtlichen kann man sich auch nicht geben. Ich meine, es ist gerichtet an irgendwelche Rentnerschaften, bis auf die Nachrichten. Gut, die vermisse ich ein bisschen, weil nachdem der Channel Was geht ab geschlossen wurde, fehlen mir so ein bisschen die News. Und Liv Floyd berichtet ja nicht über alle Nachrichten, die gerade passieren. Nur über die, die er besonders brisant findet. Es gibt sogar schon eine kleine Umfrage mit einer erstaunlich hohen Stichprobe. Nämlich hat der gute Game Theorist auf seinem Channel Film Theory, wahrscheinlich heißt er so, ich weiß nicht mehr so genau, hat er eine Umfrage gestartet. Und er hat immer so einen Durchschnitt, immer so 2-3 Millionen Zuschauer. Und 86% aller seiner Zuschauer haben geantwortet, dass sie überhaupt kein Fernsehen mehr schauen. Und ich meine, das will schon was heißen. Der Trend geht stark Richtung YouTube und Streamingdiensten. ProSieben ist jetzt auf den Hype-Train mit aufgesprungen, hat jetzt auch sein eigenes Netzwerk gegründet. Okay, das ist schon eine ganze Weile her. Und es sind schon ganz viele bekannte YouTuber da drin. Studio 71 ist ja von ProSieben. Und seit Stefan Raab natürlich sein Ende angekündigt hat und beziehungsweise schon fertig ist mit dem Fernsehen an sich, dann gibt's auch noch weniger Sachen, die mich interessieren, dort zu gucken. Aber jetzt interessiert mich, wie es mit euch aussieht. Schaut ihr noch Fernsehen oder habt ihr es auch komplett abgemeldet oder guckt gar nicht mehr, sondern zieht euch nur in euer Zimmer zurück oder auf einen Fernseher und guckt eure Streamingdienste, eure Lieblingsserien, Lieblingsfilme und guckt eure Lieblings-YouTuber die ganze Zeit. Also seid ihr mit dieser Freiheit eher überfordert und schaut lieber gemütlich vom Fernseher und lasst euch berieseln? Wie ist es bei euch? Lasst es mich wissen, mich interessiert es auf jeden Fall. Adios amigos, bis zum nächsten Mal. Und macht beim Gewinnspiel mit, hier oben kommt ihr dahin, da kommt auf jeden Fall was gewinnen. Bis dann, ciao.